Die deutsche Handballnationalmannschaft hat die Massen während der WM 2019 begeistert, auch wenn das Turnier mit Platz 4 etwas ernüchternd zu Ende gegangen ist. Am Freitag steht für das DHB-Team der nächste Auftritt auf dem Programm. Beim Handball All-Star-Game 2019 der DKB-HBL trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop auf eine Star-Auswahl der Bundesliga. Anpfiff für das Handballspektakel ist um 19 Uhr in der Porsche Arena in Stuttgart. Alle 6200 Tickets sind bereits vergriffen, es wartet also eine tolle Atmosphäre auf die Protagonisten. Die Einnahmen der Veranstaltung am Freitag fließen unter anderem in die Dirk-Nowitzki-Stiftung und den Joachim-Deckham-Fonds. So kommen den beiden Stiftungen insgesamt 10.000 Euro zugute. Vor und nach dem Spiel wird es für die Fans die Gelegenheit für Selfies und Autogramme mit den Spielern geben. Einsatz von Ginsheimer unwahrscheinlich, während Prokop bei der Zusammenstellung seines Teams freie Wahl hat und vor allem auf seinen WM-Kader setzt, wurde die Star-Mannschaft von Fans und Bundesliga-Trainern gewählt. Im deutschen Team fehlen die verletzten Julius Kühn, Martin Strobel, Steffen Veth, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sowie Uwe Ginsheimer, der bereits zum Training von PSG geflogen ist. Andreas Wolf hat seine Teilnahme aus privaten Gründen abgesagt. Für den Torwart des THW Kiel berief Prokop den U18 und U20 Europameister Christopher Rudeck-Bergischer HC ins Aufgebot. Schweden stellt drei Spieler die Star-Auswahl, die aus deutschen und internationalen Akteuren, darunter zahlreiche WM-Teilnehmer, zusammengesetzt ist, wird vom dänischen Weltmeistercoach Nikolai Jakobsen, Rhein-Neckar Löwen und Mike Machula SG Flensburg-Handewitt betreut. So sind aus Schweden zum Beispiel Mikael Appelgren, Rhein-Neckar Löwen, Albin Lagergren, SC Magdeburg und Hampus Wanne, SG Flensburg-Handewitt dabei, aus Österreich Robert Weber, Magdeburg und Nikola Bilic Kiel, aus Kroatien C. Lojko Musa, Magdeburg, vom Weltmeister aus Dänemark fehlen sämtliche Spieler. Die deutsche Fraktion in der Weltauswahl bilden Torhüter Johannes Bitter, TVB 1898 Stuttgart, Marcel Schiller, frisch auf Göppingen, Michael Kraus, TVB 1898 Stuttgart, Holger Glandorf, SG Flensburg-Handewitt, Marius Steinhauser, SG Flensburg-Handewitt, Johannes Goller, SG Flensburg-Handewitt und Moritz Preuß, VfL Gummersbach. So können Sie das Handball als Star-Game 2019 live verfolgen. TV, Sky Sport News HD Stream, Sky Gotika.